Ja, hallo und herzlich willkommen mal zu einer neuen Runde oder weiteren Runde Landwirtschaftssimulator 2015. Im Moment ist dieses hier eine kanadische Map, die wir unter anderem auch zum Teil im Multiplayer-Modus verwenden. Da wir es jetzt endlich mal hingekriegt haben, die ganzen Mods abzugleichen und identische Mods und naja, das übliche Theater, was man hier halt hat. Es ist halt so, dass wenn hier die Mods nicht 100% die gleichen sind, oder der Inhalt der Mod-Ordner, sagen wir es mal so, nicht 100% identisch ist mit dem von dem Server, beziehungsweise derjenige, der den Server gestartet hat, dann geht gar nichts. Na? Und das ist ein riesen Affentheater gewesen, um das ganze Ding hier überhaupt erstmal so einigermaßen so zum Laufen zu kriegen. Ja. Soweit war das ja vom Prinzip her auch schon alles ganz klasse. Jetzt habe ich mir gestern so gedacht, ach, naja, ich könnte ja eigentlich mal wieder so ein bisschen, ne, über die Map weg. Also nicht nur die Map war weg, sondern der Spielstand war weg. Die Map selber war noch da, so ist es nicht. Aber der Spielstand war plötzlich verschwunden. Und nur da ich gucke mal Save-Ordner rein, auch da war der Spielstand verschwunden. War komplett verschwunden, warum auch immer, keine Ahnung. Ja, war ein bisschen blöd gelaufen. Jetzt habe ich dann mal kurzerhand so ein bisschen hier, ich sage mal so, in Game Mode gespielt, beziehungsweise in Anführungsstrichen ein ganz klein wenig gecheatet. Um einfach mal nur wieder den, ich sag mal so grob den Stand wieder zu bekommen, den wir von vorher hatten. Da sind einige Maschinen, die sind, ja, ich sag einfach mal, unter die Räder gekommen dabei, weil, ja, waren im Prinzip überflüssig, habe ich also nicht nochmal neu gekauft. Dann waren gewisse Arbeitsgeräte, die, ich sag mal, sinnlos waren, die habe ich also auch nicht wieder gekauft. Aber sonst den Fuhrpark wieder in Anführungsstrichen normal aufgestockt, so dass man im Prinzip einfach jetzt erstmal wieder alles machen kann. Dummerweise, wie man hier sehen kann, stehen jetzt sämtliche Bäume natürlich wieder, die vorher verschwunden waren. Zum Glück verschwunden waren, sagen wir es mal so. Weil, ja, wenn man das Feld von der falschen Seite aus her beackert, bleibt man halt einfach ewig und alle Nase lang an diesen Bäumen hängen. Beziehungsweise Maschinen bleiben an den Bäumen hängen. Und naja, war halt ein bisschen doof. Somit müssen wir jetzt da wieder beigehen und müssen die halt eben nochmal alle wieder, ja, Stück für Stück einzeln fällen. So, wo war ich jetzt hier überhaupt stehen geblieben? Warum wechsle ich jetzt den LKW? Naja, egal. Der muss ein Stück zur Seite. Weil den brauche ich. So, der hat das Wasser hier hoffentlich alles aufgefüllt. Nein, hat er nicht. Ja, ist natürlich jetzt blöd, weil man hier wirklich alle ja, alle Gebäude, wie auch immer sie hier stehen, alle komplett neu auffüllen muss. Das ist ziemlich nervig. Wir haben es vorher zu schön zu zweit gemacht, da ging das eigentlich ganz gut. Jetzt hier momentan bin ich allein am Gange, um das erstmal alles wieder aufzufüllen und ja, in Anführungsstrichen zu reparieren, sagen wir es mal so. Und naja. Es wird. Es dauert zwar, aber es wird. So. Der sollte irgendwo hin. Aber wo sollte der hin? Wo wollte ich den hinbringen? Was hier zur B? Ne, zu der anderen BGA? Ich glaube ja, klar, zu der anderen BGA sollte er. Die
irgendwo da hinten ist. So, den Acker hier auf der linken Seite, den habe ich schon gekauft. Oh, das geht nicht gut, glaube ich, oder? Oh doch. Den habe ich schon gekauft, weil die Acker sind natürlich logisch. Die Äcker. Sind natürlich logischerweise auch alle weg gewesen. Also der Turbo, der pfeift ja fürchterlich hier. Aber dafür sind ja die Bäume wieder da. Toller Ausgleich. Ja, bringen wir erstmal das Ding hier weg. Eigentlich eine schöne Ausstattung für einen Renault. Naja, teils ein bisschen kitschig. Aber mal immerhin Holz. Aber von der Straßenlage her sehr schön. Kann man nicht motzen. So, hier habe ich schon gesät. Der Vorteil ist, wenn ich hier im Singleplayer, sage ich jetzt einfach mal, wie ich momentan bin, spiele, ist es so, dass ich Crossplay nutzen kann. Und das geht im Multiplayer natürlich logischerweise nicht. Kann ich mich erstmal verfahren. Weil, naja gut, ist halt Multiplayer, ne? Brauche ich keine Cosplay-Unterstützung, ne? Also schön wäre schon, aber ist nun mal nicht. Von daher, naja, egal. Ist nicht so tragisch. So, jetzt erklär mir bitte einer, warum ich diesen Radlader hierher bringe, wenn hier schon einer steht. Okay. Ja. Also, ich wollte euch jetzt einfach nur mal so die Map zeigen und deswegen bin ich jetzt hier gerade mit dem Tieflader und dem schweren Radlader hier einfach nur mal so rumgefahren, um euch einfach mal nur die Map zu zeigen. Also nicht, weil da jetzt schon einer gestanden hat, weil das wusste ich natürlich selbstverständlich, dass da schon einer stand. Und wäre ja jetzt der Blödsinn, denn da noch einen hinzubringen, ne? Ja. So, das heißt, wir stellen den jetzt, Schlitter, wo stelle ich den denn jetzt hin? Warum habe ich den überhaupt gekauft? Wahrscheinlich wegen der BGA da hinten. Weil hier auf dieser Map sind mehrere BGAs. Schleuder. Muss mal hier durchs Grün. Ui. So. Genau. Genau, hier sollte er ja hin. Ne, ich habe ja nur die falsche BGA gekriegt. Erwischt. So. Ich glaube. Ja, ich glaube, hier steht er gut. So, Rumpf. Ladungen sichern. Natürlich eine tolle Idee. Solange ich die Dinger nicht ausgefahren habe. Naja, hoffentlich kriege ich ihn da wieder runter. Okay. Packen wir die Stützfüße sicherheitshalber hinten noch mit raus. Geh weg da. Ja, das dachte ich mir fast. Gut, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, die
zusätzlichen Rampen da wieder rauszukriegen. Und dass es der jetzt gleich wegfliegt. Na, fahr aus so. 5. Na, geht's gut. Es könnte funktionieren. Ja, das sieht gut aus. So, also mal gucken, was haben wir hier? Das sind Woodchips. Ich glaube, die Woodchips kann ich da reinschmeißen. Vorsicht, ich krieg's überhaupt aufgeladen. Sollte eigentlich funktionieren. Komisch. So, kann ich die da reinkippen? Ich glaube nicht, ne? Jetzt ist sinnlos, oder? Da müssen sie rein. Ganze Bäume rein, ne? Das ist doch hier so eine Häckselgeschichte. So sieht es mir so aus. Tja, leer. Okay. Versuchen wir mal was. Und zwar holen wir uns mal eine Kettensäge. Na komm, nehmen wir eine. Das Quana ist ja egal. Ja. So, dann wollen wir mal was ausprobieren, ob es das vielleicht ist. Du hast gerade keine Lust, den Feller zu holen. So ein paar Bäumchen abzusäbeln hier. Ja, im Moment, so videotechnisch macht das jetzt hier gerade mal wirklich nur, weil ich momentan ein bisschen Langeweile habe, gebe ich ehrlich zu. Aber ansonsten, so die letzten Tage, Wochen und so weiter. Da muss ich sagen, habe ich wenig Lust gehabt, überhaupt irgendwas zu machen. Und von daher ist so videomäßig da nicht wirklich was gekommen. Okay, die gehen da also so durch. Und von daher muss ich da so sagen, ich fühle mich ein bisschen, als wenn ich so in der Sommerpause bin. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt so unbedingt groß viele Videos in nächster Zeit machen werde. Ich glaube eher nicht, weil wir arbeiten momentan ja in der Regel zwischen 10, 11 Stunden am Tag und ja, ich dann nach Hause komme und bin eigentlich froh, wenn ich zu Hause bin und auch meine Ruhe habe und mich da jetzt nicht noch irgendwie stundenlang hinsetzen und irgendwelche Videos produzieren, eventuell noch rumfotografieren
Ton oder irgendwelchen anderen Firlefanz damit zu machen. Muss ich sagen, habe ich denn nicht die große Lust mehr zu. Ja, wenn dadurch eventuell der eine der Meinung ist oder der andere auch der Meinung ist, jo, da kommen keine Videos, dann deabonniere ich dich. Da habe ich überhaupt gar keine Probleme mit, eher im Gegenteil. Denn ja, brauche ich nicht. Na, von daher also, wenn er meint, da kommt kein Video, dann muss ich deabonnieren, bitte, dann sage ich, schön, dass ihr da gewesen seid. Aber muss ich nicht haben, sowas, weil entweder ich gucke einen YouTube-Kanal, weil da, ich sag mal, interessante Sachen kommen, wenn sie denn kommen. Oder ich lasse es einfach. Von daher, ich bin sowieso nicht derjenige, der hinter 12.000, 10.000, 100.000 oder weiß der Kuckuck, wie viel Abonnenten her ist. Ich mache die Sachen hier nach wie vor immer noch zum Spaß. Und das wird auch so bleiben. Ich werde hier nicht kommerziell, glaube so sagt man, werden, dass ich hier irgendwie famegeil, geldgeil oder irgendwas werde. Diese üblichen YouTube-Money-Sprüche, die hängen mir eh schon zum Hals raus. Das mag wohl funktionieren bei Leuten, die 1 Million aufwärts haben, dass die sich eventuell davon mal ein Brot oder ein Brötchen kaufen können. Mach alles so funktionieren. Ich kann es nicht. Ich will es auch gar nicht davon können, weil dafür habe ich meine normale Arbeit. Ja, und die macht mir eigentlich auch Spaß. Und von daher muss ich hier nicht mit YouTube meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich eigentlich auch ganz froh drüber, muss ich sagen. Denn mir ist aufgefallen, dass alle YouTuber, die irgendwie ein bisschen, ja, ich sag mal, größer geworden sind, ein bisschen komisch und eigenwillig geworden sind und halt eben ja nur noch versuchen, noch mehr Abonnenten zu bekommen, noch mehr Klicks zu bekommen. Nee, weiß ich nicht. Ist nicht meins. Ich bin momentan, weiß ich gar nicht, glaube irgendwo so bei 1700, 1800 Abonnenten rum. Mir ist aufgefallen, wenn ich gar keine Videos mache, werden die Abonnentenzahlen mehr. Darum dachte ich mir, jetzt machst du einfach mal ein Video. Vielleicht werden sie dann auch wieder weniger. Ich lasse mich da einfach mal überraschen, was da noch so kommt. Ich sage mal, Spaß sollte man nach wie vor in der ganzen Geschichte haben. Sonst macht das Ganze herzlich wenig Sinn. Und ja, von daher einfach mal gucken, was kommt. So, das war richtig. Der muss weitermachen hier. Was ist das überhaupt, was der hier sieht? Das sieht aus wie Trauben. Grape. Was ist Grape? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich kann es überhaupt ernten mit den Maschinen, die ich habe. Ja, wie gesagt, YouTube, Geld verdienen. Naja. Jedem das Seine, mir das Meiste. Nein, das ist Blödsinn. Ich verdiene damit so gut wie gar kein Geld. Das, was ich damit verdiene, das investiere ich in einen Server. Ich darf euch leider nicht sagen, wie viel, weil sonst verstoße ich gegen irgendwelche bescheuerten Richtlinien. Und ja, ich sage euch so, ich lege noch mehr wie genug drauf. Also es ist jetzt nicht, dass ich über das YouTube-Gedönse hier mein Minecraft-Server finanziert. Definitiv nicht. Das soll jetzt auch kein Spendenaufruf oder was sein, aber ne, es ist Spaß, es ist mein Hobby.
Ja gut, fürs Hobby investiere ich halt einfach auch was von meinem privaten Geld oder eigentlich nur mein privates Geld. Von daher, also, naja, was soll's. Ist halt so, wie es ist. Ne? Spaß und Laune soll es bringen und das ist eigentlich immer die Hauptsache an dem Ganzen. Egal was man tut, man sollte es immer mit Spaß und Freude machen. Ihr sagt, oh, ist aber langweilig, der fährt ja nur mit dem Radlader vor und zurück und versucht irgendwas aufzuladen. Ja, gehört nun mal irgendwie dazu. Von daher also, warum taucht das da nicht dran auf? Das ist doch blöd. Der kann noch aber Gras laden oder kann er das nicht? Da, geht. Er kann alle Fruchtarten laden. Ist doch mal lustig. Warum geht das nicht? Warum ist der leer? Muss ich den da reinfahren? Geht das vielleicht so? Das wäre natürlich der Hit, wenn das so geht. Pickup senken, Pickup öffnen und einschalten. Das geht auch nicht. Ja, es ist ein bisschen unrealistisch, ist das ja schon, ne? Ich meine, ich zerre jetzt hier einen Hänger diesen Berg hier hoch. Ohne Probleme, sozusagen. Aber kaum, dass ich den mit ein bisschen Holz belade, fängt er an zu, ja, hin und her zu schaukeln. Fast das Schild umgefahren. Ja, gut, okay. Also kein Dings hier drauf. Gut. Das heißt, habe ich noch was drunter schaufeln? Natürlich nicht. Haben wir gerade jetzt mal wieder 85.000 von dem Häckselgut gerade in die Mülltonne geschmissen. Ja, Minecraft momentan habe ich auch nicht so unbedingt den wirklichen Antrieb. Ich habe zwar ein bisschen weitergemacht, aber ja, wir haben überlegt, ein Survival-Projekt über einen anderen Launcher zu machen. Ja, hat sich irgendwie aber auch noch nicht so ergeben, dass das wirklich funktioniert. Aber dann wieder mit Server, den wir noch nicht haben, das Ganze machen müssen, damit halt eben jeder zu jeder Zeit auch da drauf kann. Gut, haben wir wie gesagt noch nicht die passende Software für, also sprich das Server-Tool und so weiter. Ja, mal gucken. So, wenn ich das da, kriege ich da nicht rein, ne? Das ist ja komisch, ne? Und auf dem Anhänger verschwindet's. Das ist seltsam. Gut. Egal. Was wollte ich denn jetzt? Jetzt wollte ich. Den wollte ich haben, genau. Aber wenn das denn wirklich funktionieren sollte, dass wir da halt eben dann das mit dem serverbasierten Programm, Schlitter, alles so weit hinbekommen haben, ja, vielleicht gibt es dann auch ein neues Survival-Projekt. Meine Idee war gewesen, das Ganze eventuell so ein bisschen urzeittechnisch angehaucht zu haben mit Dinosauriern oder irgend sowas in dieser Art. War halt so ein Gedanke. Ob es funktioniert. Ja, sehen wir, wenn wir den Server soweit da
zusammengeschraubt gekriegt haben, beziehungsweise zusammengenagelt gekriegt haben, wird dann auch bei mir auf dem Server, vermute ich, laufen, eventuell auch beim Savius. Mal gucken, inwieweit wir das da zusammengebastelt kriegen. So. Der sollte hier eigentlich laden können. Arbeitsmodus an. Der vielleicht nur volle Kisten. Angeblich kann er das laden. Arbeitsmodus aus. Gut, wollen wir nicht. Das denn sperren. Arbeitsmodus. So, Kartoffeln, Obst und Gemüse. Kuhsaft. Okay. Rundbein, Wollpalette, Holzbretter, Achsetzlinge, gewaschene Kartoffeln. Das sind ja keine gewaschenen Kartoffeln, das sind ja gewaschene Zuckerrüben, ja. Geht irgendwie nicht so, wie ich mir es dachte. Warum funktioniert das Maschinenschnier nicht? Was fehlt denn da? Kartoffeln haben wir. Diesel haben wir. Wasser haben wir. Kompost, ja. Kartoffeln gewaschen, löscht. Okay. Doch alles da. Warum tut sich hier nichts? Du Kartoffel, du da rein. Du rudel durch die Husche und hier raus. Also bitte, Attacke. Mach mal. Komisch. Das ist so seltsam, seltsam. So, sieht das hier aus? Genau das gleiche. Diesel da, Kartoffeln da, Wasser da, Kompost da. Nichts passiert. So. So, hier das gleiche. Kartoffeln. Wieso Kartoffeln? Zuckerrüben. Ja. Diesel da, Wasser da. Gut. Oder im Zweifelsfall werden Zuckerrüben. Aber gut. Ich kann zaubern. Ich kann machen, dass aus gewaschenen Kartoffeln Zuckerrüben werden. Ja gut, wo die Maschinen laufen. Laufen die vielleicht nur im Wechsel? Ich weiß es nicht. So, wie sieht das hier aus? Kartoffeln, keine drin. Wasser ist da. Ja, machen wir abwarten.
Das scheint irgendwie nicht zu gehen. Ja, dann probieren wir was anderes aus. Und zwar brauche ich dazu Diesel, nee, Wasser. Jetzt aber auch nicht das, was ich wollte, fällt mir gerade ein. Und zwar brauchen wir den so Gras, Silage, Gras hatte ich schon drin. Stroh haben wir noch keins. Machen wir erstmal was anderes. Und zwar suchen wir mal da ein paar Seeds. Waren die hier? Gas Seeds, genau. Mehrwerk auffüllen. Mal ein paar Seeds laden. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich brauche ungefähr. Da einfach mal überraschen. Muss erstmal reichen. Weil die Gewächshäuser hatten wir ja im Multiplayer auch schon in Gang genommen. Und jetzt sind sie dummerweise hier alle wieder leer. Bei einigen, die hier Sachen wachsen, ja, die nicht wirklich einen Sinn machen, weil man kann sie nicht verkaufen. Das ist das Komische. Weil Blumenkohl war das jetzt eben, wenn ich das richtig gesehen habe. Rückwärts, nicht vorwärts. Was gibt's hier? Tja, glaube Erdbeeren waren das. So, was gibt's hier? Ja, keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall waren Sachen, die ließen sich irgendwie nicht verkaufen. Weil im Verkaufstrigger tauchten die nicht auf. Ich glaube, das sind Tomaten hier. So. Das kann jetzt hier irgendwie alles mal in Ruhe ein bisschen vor sich hin wachsen. Ich muss irgendwie zusehen, dass ich diese Seeds hier wieder loswerde. Ich habe noch keine Ahnung, wie. Kann ich das hier nämlich nicht reinkippen. Ich weiß nicht, wie dieses Ding hier funktioniert. Irgendwie kann man da Seeds reinfüllen. Ich habe auch keine Ahnung, wie. So, was ist denn hier? Wheat, 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 Wheat. Kann ich das so machen? Wenn ich das da jetzt da drunter fahre? Auch nicht. Ja, gut, okay, keine Ahnung, werde ich schon irgendwie loswerden, denke ich mal.
Aber ich will die Folge auch nicht zu lang machen. Hier, das ist jetzt schon über eine halbe Stunde. Sinnloses Hin- und Hergejuckel soll reichen für heute. Ich wollte euch einfach nur mal die Info geben, dass ich momentan, wie gesagt, so ein bisschen mehr oder weniger eine Sommerpause machen werde, in der ich jetzt nicht die Mega-Videos rausknallen werde. Und ja, muss mal schauen, was ich da mache, ob ich überhaupt in nächster Zeit noch großherrlich was machen werde, kann ich euch nicht sagen, weil im Moment mir auch so ein bisschen, muss ich sagen, die Lust fehlt, was zu machen. Und von daher, also, ich sag mal, lasst euch einfach überraschen. Wenn was kommt, kommt was. Wenn nichts kommt, kommt halt nichts. Nicht? So ist das denn nun mal leider Gottes. Und da hilft doch kein Gejammer und Genöle was. Es ist, wie es ist. Und ich sage einfach mal, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal vielleicht wieder ein. Wenn es wieder heißt LS15 oder irgendwas anderes. Ich sage einfach mal, danke, macht's gut und tschüss.